Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich würde es Zaubertrick nennen, vielleicht ist es auch mehr eine Challenge. Ich habe mir jemanden eingeladen und zwar Charles. Charles wird heute gegen mich wetten oder eben auch nicht. Meine Damen und Herren, bitte verneigen Sie sich, klatschen Sie, meine Damen und Herren, Charles. Lässt sich hier feiern? Nächste ha, Frage. Chef, Sie haben doch heute Geburtstag. Ich habe hier keinen Schnaps eingekippt hier. Oh, danke Charles. Ja, er hat recht. Ich habe heute Geburtstag. Gerade. Er will gegen mich wetten, also fahre ich überhaupt Geld mit? Ja, wollen wir mal sehen, ja. Ja, ich habe heute Geburtstag. Charles, ein bisschen weiter hinterkommen. Weißt du, was ich mit dir vorhabe? Nee, das weiß ich wieder mal nicht hier, was du mir wieder andrehen willst. Und zwar habe ich hier mal eine Bons. Tick-Tack, Tick-Tack. Wir machen ja keine Werbung. Was, war das jetzt wie eine Uhr oder was? Ja, gut, machen wir einfach mal weiter. Mit Fahrschalt, ich habe hier noch einen Luftballon. Ja. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass du den Luftballon, dass die Schachtel hier reingeht. Aber ich möchte mal, dass du bitte irgendwie versuchst, den Luftballon um diese Schachtel zu umschließen. Ob das irgendwie möglich ist, ohne den zu zerreißen. Na, so geht's ja nicht. Umso größer, also da kann man auch größere Gegenstände wählen. Geht nicht, wa? Oder zumindest nur schwer, sagen wir es mal so. Charles, willst du eine Lösung haben? Ah, geht nicht. Es ist ein kleiner magischer Trick, den man noch effektvoll abbrechen, geht nicht. Gestalten kann. Und zwar pusten wir den Ballon einfach mal auf. Er wird das, ja, das Gegenteil beweisen hier. Charles wird nämlich eine Wette verlieren. Ja, der Wetterholische kriegt er doch auch nicht rein. Wir nehmen einfach nur mal. Haben Sie gehört, wie hohl das ist? Was ist hohler? Ich weiß es nicht. Finden Sie den Fehler? Gute Idee für Schlagzeug. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich bin ein Superstar. Es ist Ihr Geburtstag. Ja, na eben. Ein bisschen angeschwitzt. Deswegen auch, den können wir doch auch schon. Ah, sehen Sie. Jetzt kommen die Außerwürfe gleich von oben. Dann steht Dampf oben, gleich die Gartentür aufgegangen, der Gartenproduktion. Ich puste nochmal und ich schalte jetzt. Schau einfach mal her. Ich drücke einfach nur den Ballon ganz fest drauf und lasse die Luft raus. Und siehe da, Charles, ist das unglaublich. Die ganze Schachtel ist umschlungen. Dunderwetter! Ist das unglaublich? Ich würde sagen, ja. Du müsstest schon in die Kamera zeigen. Alles klar, Charles. Gib wieder her. Hier, der Nippel da oben. Also wirklich ein großartiger Trick, Charles. Das war's. Du kannst eigentlich die Sendung wieder verlassen. Ich löse den natürlich. Hat der Leute was vergessen? Ich weiß nicht, wollen wir mal. Jetzt hat Luftikus! Jetzt war der Gag weg, Scheiße. Jetzt war der Gag weg. Der Gag ist weggeflogen. Ah, das ist natürlich schade. Wo geht denn der jetzt hin? Charles, wo geht's? Ja, das war jetzt wieder total an der Sonne vorbei. Ist hier jetzt ohne. www.garten-productions.de ist hier heute nicht oben. Das haben wir heute mal hier hinten oben. Möchte mal übrigens zeigen. Aha, dürfte jeder gelesen und verstanden haben. Aha, das dürfte auch jeder gelesen und verstanden haben. Gartenproductions.de, das ist eure Seite. Wenn ihr den Trick richtig eindrucksvoll machen wollt, dann schneidet einfach einen Luftballon auf oder so und klebt an die Unterseite ebenfalls ein Stück Luftballon. Wenn ihr das gemacht habt und das dann überdrückt, dann ist wirklich, dann sieht es so aus, wenn ihr das schnell zeigt, als ob wirklich diese Schachtel im Luftballon ist. Also ein großartiger Trick. Charles, du bist auch wieder hier. Ja. Chef, ich glaube, ich habe die neuen Aufkleber vergessen. Was nun wieder? Ich weiß nicht, wo ich die hingelegt habe. Die neuen Aufkleber? Ja! Wir haben neue Aufkleber hier, so Sticker hier. Ach, jetzt hör doch auf. Wo kann ich denn die vergessen haben? Ich weiß wo! Ich weiß, wo ich sie vergessen habe! Jetzt weiß ich's! Dunnermittag! Ja, wo denn? Mensch, Charles, was hast du denn da oben? Mach ich noch die Kamera. Das ist doch wohl nicht. Das ist doch wohl nicht der neue Aufkleber, Charles. Den musst du nochmal zeigen. Gib mal her, Charles. Zeig mal her. Mensch, wo du die schon alles hingeklebt hast. Also sind mehrmals verwendbar. Das ist richtig stark, warte. Mensch, der klebt ja sogar auf der neuen Tasse. Das wäre nicht schlecht hier hinten.
unten, Charles. Guck mal, sogar unten. Ja, siehst du, unser Logo hier. Da kann man schön... andere weg. Also, wenn man die Tasse dann praktisch hochtrinkt, dann sieht man ja das Bild vorne nicht. Dann sieht man es aber unten. Kannst du die andere Sachen kommen? Ja. Ja, kannst du unten dran lassen. Was soll denn der Aufkleber da unten? Ist ja auch relativ egal. Wieder ein großartiger Trick, ein großartiges Video. Charles zeigt hier wieder die Homepage-Adresse. Und die Tasse natürlich auch nochmal. www.garden-productions.de. Das war's für heute. Charles, freut mich, dass du wieder mal gegen mich verloren hast. Ja, wie immer. Machen wir natürlich dann aus. Der will dann wieder, weil ich verloren habe, wieder 10 Euro haben. Donnerwetter! Tschüss, bis dahin. Du Scheiße, Leute, du bist. Hier, andere Sache, hier ist was anderes. Hier. Bitte. Das ist live, meine Damen und Herren. Jetzt würden wir die Schere ansetzen. Tschüss, bis dann.